Donald Trump betritt die Bühne bei einer Veranstaltung schwarzer Journalisten in Chicago. Das Treffen ist kein Heimspiel für den republikanischen Präsidentschaftskandidaten. Schließlich wählen die meisten Afroamerikaner die Demokraten. Die Moderatorin spart nicht mit Kritik an Trump. So wirft sie dem Ex-US-Präsidenten vor, Lügen zum Beispiel über Barack Obama verbreitet zu haben, indem er dessen US-Herkunft anzweifelte. Außerdem habe sich Trump immer wieder mit weißen Rassisten getroffen. Der Republikaner reagiert ungehalten und attackiert die demokratische Vizepräsidentin Kamala Harris wegen ihrer ethnischen Wurzeln. Sie war doch immer indischer Herkunft und sie hat auch immer darüber geredet. Ich wusste nicht, dass sie schwarz ist, bis sie vor einigen Jahren zufällig schwarz geworden ist. Jetzt will sie also als Schwarze bekannt sein. Ich weiß jetzt nicht, ist sie indisch oder ist sie schwarz? Harris ist Tochter einer Forscherin aus Indien und eines Ökonomen aus Jamaika und identifiziert sich als Schwarze. Nach dem Rückzug von Joe Biden aus dem Rennen um die Präsidentschaft dürfte sie im November für die Demokraten gegen Trump antreten. Donald Trump hat bei einer Veranstaltung schwarzer Journalisten gesprochen und was er gesagt hat, war wieder dieselbe alte Leier. Seine Äußerungen waren spalterisch und respektlos. Das amerikanische Volk verdient etwas Besseres. Trump hatte Harris zuletzt auch vorgeworfen, antisemitisch zu sein, obwohl die Demokratin mit einem Juden verheiratet ist.